Hallo und willkommen hier wieder mal bei Minecraft. Ja, letztes Mal hat es ja wunderbar funktioniert hier, ne? Ja, hier von ganz hier oben gucken wir runter aufs Tal. Ja, stimmt, da ist der Eingang gewesen. Ah, unser schönes, naja, Baumhaus kann man nicht sagen, aber zumindest der Riesenbaum hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Ich will mal überlegen, wie wir das machen am besten. Also ich habe erst überlegt, so zwischendurch nochmal so, bis zur heutigen Aufnahme, ob ich ihn vielleicht nicht doch noch ein bisschen größer mache, aber ich glaube, so sollte er eigentlich genügen. Denn so viel Platz brauche ich dann eigentlich doch nicht. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo habe ich denn die Baumstämme, genau. Ich hatte doch mehr, oder hatte ich, hä? Ich dachte, ich hätte mehr gehabt. Na gut, dann hatte ich halt nicht mehr. Auch nicht so schlimm. Also ich war nur der Meinung, wir hätten da noch mehr geschafft. So. Kurz gucken. Naja, gut. Nee, irgendwo müssen die hin sein. Es kann doch sein, dass die jetzt so weg sind. Ein paar kriegen wir ja wieder, während wir hier so ein bisschen was aus dem Baum raushauen. Denn das muss ja jetzt alles hier auf dieser Höhe sein. Weil wir brauchen ja irgendwie auch also eine gewisse Grundebene, ne, wo wir das jetzt alles reinhauen. So dass man wirklich sagen kann, okay, hier kommen irgendwie so ein paar Zimmer hin oder irgendwie sowas. Also viel muss ja nicht hin, die Kräuterhexe, die braucht ja nicht so viel Platz. So, kurz mal gucken. Das hieße dann, hier auf dieser Höhe geht's weiter. Ja, und alles, was da drüber ist, kann halt weg. Ich will nur überlegen, ob wir vielleicht dann doch irgendwie den Baum noch ein bisschen größer machen. So mittendrin vielleicht noch so einen Baum pflanzen. Könnte man noch überlegen. Schauen wir mal, wie wir das machen. Je nachdem, wie es dann halt generell auch aussieht. Also so mit den Hecken sieht das natürlich auch toll aus. Also ich müsste mal vielleicht überlegen, ob man nicht generell irgendwie so ein... Boah, da ist mir gerade die Idee gekommen. Wie wär's denn mit einem Irrgarten? Also wir haben ja schon gesagt, ich hilf mal kurz hier rauf. Letztes Mal hatte ich das schon gesagt, dass hinter dem, ach, das sieht man jetzt gerade gar nicht so, da sieht man so ungefähr so da, die Kante hier so da hinten beim Tal der Träume, wo ich das mal diesen Hügel weggemacht habe. Da will ich ja jetzt einen Grillplatz hinbauen, nachdem wir dann hiermit fertig sind. Und dann würde ich sagen, danach machen wir einen Irrgarten, weil jetzt gerade, wenn ich hier so durchtingle, dann denke ich mir so, boah, geil, geilomatico. Ja, hat auf jeden Fall was. Finde ich gut, doch, das gefällt mir. Das heißt, ich brauche nur ganz viel von dem Laub. Ja. Geht die Sonne eigentlich gerade unter? Das ist auf jeden Fall ein Apfel. Ich weiß gar nicht, was der Apfel hier macht. Komm mal her, Apfel. Zopp. Sonne? Ah, ja, da ist sie. Das ist ganz schön. Hat man auch hier eine gute Aussicht. Ne? Da hinten sieht man das Dorf so leicht im Nebel liegend. Sehr schön. Und ich denke mal, ich werde jetzt irgendwie wieder zurück müssen. Bevor jetzt irgendwie das doch zu duster wird. Kann ich hier irgendwie das ransetzen? Ah, ja, so. Genau. Ah, sehr schön. Geht doch alles. Und dann klettern wir mal schnell runter. Wir müssen ja doch ein ganzes Stück jetzt laufen. Bis, oh, es wird aber schon richtig duster jetzt auf einmal. Ja gut, im Tal ist es sowieso generell dunkler, weil, ne, Sonne ist ja viel, viel früher weg. Eieiei. Nehmen wir, glaube ich, das Bettchen hier, ne? Ja, doch, hier können wir kurz Heier machen. Tür mal zu. Ich glaube, ich decke mich auch gleich nochmal mit Melonen ein. Nur vorsichtshalber. Oder? Nee, das reicht sogar noch. Ach ja, sehr schön. Ja, mit dem Baumhaus, ich bin so am Überlegen, also was auf jeden Fall reinkommt, ist halt klar ein Kessel, ne? So eine Hexe, die hängt halt immer die ganze Zeit in ihrem Kessel und braut da irgendwelche wilden Tränke zurecht. Warum auch immer sie das sonst tut, sie hat auf jeden Fall viel Spaß dran. Und ich habe nochmal kurz geguckt, brauchen wir hiervon irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Nö. Vielleicht ein bisschen Sandstein später, obwohl, nee, ich glaube, wir sollten das dann doch eher komplett aus Holz machen, das ganze Baumhaus. Es sieht irgendwie ein bisschen schöner aus, als wenn wir noch Sandstein oder irgendwas reinmachen. Das passt da nicht so ganz. Ja, ich muss sagen, nach wie vor sehr schön. Hier werden wir natürlich noch so ein bisschen die Lücke füllen mit Gras. Oder hier zumindest mit diesen Eichenblättern, die wir denn da haben. Die werden wir dann dafür benutzen. Denn das muss ja auch irgendwie erledigt sein. Mir fällt gerade auf, mir fehlt Kies. Ja, stimmt. Hätte ich nochmal schauen können, wo ich welchen habe. Ach, naja, egal. So, wie weit wir nach vorne gehen, bin ich auch noch kurz zum Überlegen, ne? Ich glaube, eins gehe ich noch nach vorne. Genau. Dass wir das hier auf dieser Höhe haben. Ja, so. Und dann sollte das eigentlich, glaube ich, reichen. Ja, nach hier hinten könnte man jetzt vielleicht noch eins raus. Mal gucken. Ja, weiter sollte man auch nicht. Es muss ja auch ein bisschen versteckt sein. Es soll ja nicht ganz offensichtlich sein. So, boah, doch. Also reicht das. Dann hat man hier genug Luft. Dann sieht es ein bisschen natürlich aus. Dann kann man hier zwischendurch so klar ein bisschen das Laub weghacken. Wo man dann so ein Fenster lässt, wo man dann so rausgucken kann. Aber ansonsten bleibt das alles so.
Jetzt nur mal gucken. Grübel, grübel, denk, denk. Das kommt erstmal raus hier. Wieder mein Holz wiederholen. Schwein gehabt. Ist ja gefährlich hier. Unschön. Das muss. Ich nehme, glaube ich, mal die Schere, dass wir das hier auch noch mitnehmen. Ja. Also ich wurde ja gefragt, ob es jetzt irgendwelche Neuigkeiten gibt. Also ob jetzt irgendwie im nächsten Updates Mods drinne sind oder schon diese Texture Packs. Weder noch. Also man hat zumindest nichts gesagt. Es kann natürlich sein, dass die jetzt da spontan so vorbereiten als Überraschung. Aber ich glaube, das hätte man vorher schon angekündigt, da ich das so viele Leute immer danach fragen und das gerne haben möchten. Aber bisher ist da halt leider noch nichts passiert. Ich glaube auch nicht, dass das kommt. Wobei, man muss sagen, bei den Texture Packs, da hat man ein bisschen mehr gesagt. Da hat man, ich weiß gar nicht, das ist auch vielleicht so ein, zwei Wochen her, da hatte man gesagt, dass es später kommt. Es kommt in einem späteren Update. Also definitiv jetzt nicht in dem hier. War ein bisschen schade, aber na gut. Vielleicht wird es dann umso besser. Wer weiß. Ja, das lassen wir mal drinnen da. Der Schönheit halber. Genau. Ja, wir könnten eigentlich die Wände auch so lassen, ne? Habe ich gerade mal so überlegt, das wäre auch eine Alternative, wenn wir das so lassen. So natürlich dann. Doch. Ich verstehe auch gerade nicht, warum sich das Gras zwischendurch auflöst. Sollte eigentlich nicht sein. Normalerweise nicht. Weil wenn der Baumstumpf nämlich in der Nähe ist, sollte es eigentlich nicht passieren. Das ist alles sehr, sehr seltsam. Ah, naja, egal. Ja, da sehen wir, das hat sich schon wieder aufgelöst. Machen wir das halt so auf die händische Art und Weise, dann funktioniert das auch. Hoffen wir jetzt einfach mal. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, ob wir hier dann auch, wenn man hier Glasscheiben benutzt, ob das dann auch funktioniert. Habe ich noch nie probiert. Ich habe noch nie wirklich so, also auf diese Art und Weise ein Baumhaus gebastelt. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich das so mache. Vor allem, das muss jetzt hier immer schön aussehen, ne? Dass man hier wirklich denkt, so, das ist hier baummäßig. Was siehst du dann? Hier müsste was hin. Genau. Ja, hier vielleicht noch, ja. Gar nicht so einfach, ne? Wenn man sich das mal so überlegt, so ein Baumhaus basteln. Stell ich mir auch in echt nicht so wirklich einfach vor. Also spannend garantiert, aber... das, weiß nicht, wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel für mich. Das würde mir zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Oh, was soll ich hier, genau. So in der Richtung, geht das? Kann man das so lassen? Ja, ne, machen wir nur hier nochmal ein bisschen so zu. Das sieht nämlich sonst auch nicht aus. Ja, doch, und dann... Ob das jetzt wirklich so nach Baum aussieht? Kann man das hier wegnehmen? Ja, doch, ne, das kann man doch so lassen. Ich brauche sogar noch mehr Laub. Unschön. Oder wir machen das doch Ganze doch aus Holz. Das wäre vielleicht auch noch eine Alternative. Dann spare ich mir das ganze Laub. Das löst sich ja sowieso alles gerade auf. Das ist echt nicht gut. Vor allem, ich hatte das doch hier zugemacht, oder nicht? Warum löst sich das trotzdem auf? Ich bin da noch nicht ganz hintergestiegen, weil das soll nämlich gar nicht mehr passieren. Also vorher hatte man das, wenn man eine Hecke machen wollte, musste man immer so einen Baumstumpf drunter setzen, damit das nicht weggegangen ist. Aber jetzt scheint sich das alles automatisch aufzulösen, was ein bisschen arg kacke ist. Naja, nehmen wir normale Holzplanken. Habe ich denn noch normale? Nehmen wir die für die Außenwände. Ja, genau, machen wir hier. Jetzt setzen wir das Ganze ein bisschen da durch. Machen wir das so in der Richtung, ne? Also wenn es ein bisschen rausguckt, ist ja nicht schlimm. Man soll das ja auch so leicht erahnen können, das Baumhaus. Ansonsten würde es ja nie einer finden. Würde nie einer zu der Kräuterhexe gehen und sich da irgendwie tolle Rezepturen gegen Warzen oder was auch immer brauen lassen. Wie hoch machen wir das eigentlich von der Zimmerdecke? Ich kann mir so überlegen. So eine Zweierhöhe wirkt irgendwie immer so niedrig, ne? Und ich möchte das Fenster ja dann doch gerne... Ja, wo wollen wir hier... Ja, also, das ganze Laub löst sich auch. Das ist echt übel. Ich verstehe es einfach auch nicht, muss ich sagen. Hier, das, ne, das war alles eben bepflanzt und... wir finden da noch eine Lösung. Keine Panik, das klappt alles noch. So, kurz wieder reingehen. Machen wir eigentlich jetzt hier dann so einen Eckpfeiler? Machen wir das eckig oder so ein bisschen... Vielleicht so ein bisschen abgerundet, ne? Das könnte man auch machen. Habe ich noch Grünzeugs? Boah, hier 20 Stück
Das sollte ausreichen, denke ich mal. Ja, so vielleicht. Und dann machen wir einfach... Habe ich jetzt da drunter auch Holz gemacht? Weiß gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Ja, es passt auch so. Egal. Dass wir es ungefähr so handhaben. Ne? Dann hat man hier... Ach nee, ich habe sogar noch eins höher. Ich bin gerade so ein bisschen am Grübeln. Ich glaube, es könnte auch auf diese Art und Weise ganz schön aussehen. Hä? Ja doch, nehmen wir das hier weg, weil ich weiß, ich bin so unschlüssig gerade, wie ich das halt das perfekte Baumhaus gestalte. Es soll natürlich perfekt sein, ist klar, ne? Es ist unser erstes Baumhaus und es soll natürlich gleich richtig, richtig ordentlich werden. Habe ich denn... Ach, dafür brauche ich eine Werkbank. Weil ich glaube, ich nehme mal Stufen. Ist mir gerade was eingefallen. Denn wir werden klar da Fenster reinsetzen. Wahrscheinlich sogar Fensterscheiben. Denke ich mir jetzt einfach mal. Jo, 4 Stück reichen erstmal aus. Und ich habe gerade überlegt, ich möchte halt gerne eigentlich das ein bisschen zurückgesetzt haben. Dass man halt so eine Rundung erkennt. So eine leichte Wölbung vielleicht. Also so wie wir das jetzt haben. Aber es ist halt doof mit den Fensterscheiben, wenn da welche rein sollen. Deshalb setzen wir dann an den Stellen einfach diese Treppenstufen drüber. Ist halt ein bisschen, ja, anders, ne? Also die gute Kräuterhexe, die hat halt so einen sehr ungewöhnlichen Baustil, als sie das damals in ihren jungen Jahren gemacht hat. Damals zum Anbeginn der Zeit, als sie wirklich noch jung war und man sagen konnte, dass sie jung ist. Wobei sie da eigentlich schon alt war im Vergleich zu anderen. Ja, ist alles ein bisschen kompliziert mit der Kräuterhexe. Und dann, habe ich jetzt überhaupt noch Holz? Ja, doch, genug habe ich noch. Genau. Es ist wirklich... Naja, wo dieser Rest bleibt stehen, ne? Bloß das hier in der Mitte. Das weigert sich dann irgendwie zu gehorchen. Und ich denke, so sieht das doch ganz hübsch aus, oder? Dann gehen wir jetzt hier noch eine Reihe höher dann damit. Kurz gucken, hier können wir es jetzt gerade mal dran setzen. Na, nicht da. Och, verdammt, Axt. Komme ich da jetzt irgendwie vernünftig ran? Ich glaube schon, ne? Weil ich möchte mein Holz ja gerne mitnehmen. Ich möchte es ja nicht da einfach im Baum hängen lassen. Sieht auch nicht aus. Das Einzige, was wir natürlich nicht machen, die Kräuterhexe... hat einfach aus sicherheitstechnischen Gründen, hat sie natürlich kein offenes Feuer hier, ja. Weil es macht sich ein bisschen doof, in einem Baumhaus, mittendrin in einem Baum, eine offene Lagerfeuerstelle so einzurichten, das ist sehr wagemutig, selbst für die Kräuterhexe wäre das zu mutig und gewagt. Von daher lassen wir das dann einfach mal. So, und dann, ja doch, ist richtig. Es irritiert so ein bisschen hier die ganze Zeit, ne, mit diesem Grasblock, so. Ja, und wenn wir dann die Höhe halten, ich gehe vielleicht hier dann doch noch eins weiter, oder? Mal gucken, wenn ich dann hier, dann haben wir hier und dann hier. Nee, das passt mir eigentlich auch. Dann fange ich hier gleich mal kurz an, so exemplarisch das Ganze zu machen. Fenster muss ja nicht unbedingt an derselben Stelle sein wie auf der anderen Seite. Finde ich eher mal so ein bisschen... Also es kommt drauf an, bei manchen Sachen sieht das ganz hübsch aus, ne? Aber es ist irgendwie unrealistisch. Also wenn man sich echt in echt Häuser anguckt, dann sind die auch immer nicht so... mega symmetrisch mit allem drum und dran, also doch eher so ein bisschen asymmetrisch, weil das auch, hat auch so ein bisschen was, ne? So, und wenn man sich das hier jetzt so vorstellt, doch, schon sehr hübsch, ich glaube, da wird sie sich wohlfühlen. Ich gehe jetzt nochmal zurück, weil es scheint schon wieder Nacht zu werden und vielleicht kann ich irgendwo auch noch Kies herklauen, das wäre natürlich auch noch ganz schön, dass dieser Restweg da fertig wird. Ich springe mal hier rüber, so ein bisschen, ach verdammt, jetzt wollte ich drüber springen, ja, so macht man so, ha, hier, ganz heiß, auf der Schmiede lang, Tanz, aber hat natürlich wieder nicht geklappt, war ja auch klar. Ich habe auch echt, glaube ich, keinen Kies mehr, oder? Oder nur noch im Tal der Träume, kann das sein? Ich weiß es jetzt echt nicht. Ich möchte es natürlich jetzt auch nicht unbedingt dahin latschen, oder? Ich muss ja sagen, was ich so in letzter Zeit so ein bisschen, war hier gerade was? Irgendwas ist mir doch gerade ins Gesicht gesprungen, oder? Nee, anscheinend doch nicht. Was ich ein bisschen überlegt habe, da unten wird es ein bisschen eng mittlerweile, ne? Also wir haben noch ganz, ganz viele Steine überall hier verteilt in der Kiste da hinten und unten in dem Tempel, der noch weitergemacht werden muss. Und ach, weiß der Teufel, wo wir noch alles mögliche was haben. Und wir haben 2 Keys. Ich brauche aber 4, glaube ich, ne? Ja, ich brauche 4. Das ist ein bisschen zu sehr verteilt. Und ich würde eigentlich gerne ein richtiges Lager, also so richtig, richtig lagermäßig was bauen. So ein richtig schniekes Lagerhaus, ja, erstmal bin ich jetzt halt nur überlegen, wo genau und wenn, wie und muss ja auch schön aussehen. Und hier ist Kies drunter. Mensch, dann klaue ich den noch hier raus. Ach, einer. Verdammt, ich brauche doch mehr. Ist hier nicht noch mehr drunter? Vielleicht hier? Jetzt gucken. Nee, natürlich nicht.
Hier kommt die Erde kann auch raus. Vielleicht ist dahinter noch irgendwo Kies. Obwohl, ha, ich weiß, wo Kies ist. Bei der, bei der Gaststätte. Hier, da, genau. Da ist welcher. Da hatten wir doch da drunter diese Höhle entdeckt, wo ganz viel Kies noch war. Ja, stimmt. Das hatte ich doch als neue Kiesmine erklärt, wo wir dann uns zukünftig immer das ganze Zeug herräubern, das wir so brauchen. Ja, mit dem Lagerhaus, um mal nochmal drauf zurückzukommen. Achso, ich werde gleich mal das zeigen, weil es wurde nämlich gefragt, ob ich dieses Häuschen nochmal zeigen könnte, so in aller Ausführlichkeit. Gehen wir mal hier einmal so rum. Wir können das mal machen, ein bisschen hier zeigen, ne? Also hier, ne? Das ist so diese Vorderseite. Muss noch ein bisschen was dran. Ich bin am Überlegen, ja, also innen drinnen muss auf jeden Fall noch richtig viel dekoriert werden. Mit Bildern und noch ein bisschen Innenrichtung, ein bisschen Pflanzen, Blumen und ach weiß der Teufel was. Ja, also hier, wenn man reinkommt, halt die Theke geradezu. Dann halt hier diese Sachen. Wie hier zum Beispiel hinten, das kann ich mal kurz machen. Komme ich darauf? Ja. Da kommt dann einfach sowas hin. In der Richtung, so ein bisschen dekomäßig. Und ich würde sagen, hier hinten in der Ecke machen wir dasselbe. Ja, das ist dann einfach hier so diese Zimmerpflanze, was weiß ich, der Fikus vom Kellner, der hier in der Ecke wohnt. Und hier ist jetzt nur das Problem, eigentlich hätte ich das eigentlich noch eins weiter nach da setzen müssen, ne? Wenn wir uns das überlegen, aber das kann man eigentlich auch so lassen. Dann kommt man wesentlich vernünftig rum, kann überall rein und rausgehen, also das geht schon. Hier draußen, stimmt, da muss ich noch die Terrasse fertig machen, ja. Ich gehe nochmal kurz hoch, weil das, wie gesagt, wurde ja gefragt, deshalb machen wir das auch gleich mal, wir sind hier nett und freundlich. Und der Keller, den zeige ich nicht, der ist nämlich noch gar nicht vorhanden. Hier oben hatten wir, oder hatte ich mich ja dazu entschlossen, die Decke offen zu lassen, nach oben hin. Das heißt, auch in den Zimmern ist das nach oben hin offen. Finde ich ein bisschen schöner. Klar, es ist nicht ganz so ungefährlich, aber man muss nicht immer eine Decke reinhauen und so sieht doch irgendwie cool aus, wenn man übernachtet. Zimmerinrichtung fehlt halt auch noch in den ganzen Zimmern. Die anderen sehen halt ähnlich aus, ein bisschen kleiner. Ne, wenn wir hier überlegen, diese kleinen Minizimmer für die einfachen Gäste, die nicht so viel Geld investieren wollen oder einfach nur hier auf Montage irgendwo sitzen und dann sagen so, ach, ich brauche da nicht so ein mega pompöses Zimmer. Hier kommt so ein kleines Ding, das reicht mir da völlig aus für die Nacht. Ja. Und jetzt brauche ich eigentlich unbedingt Kies, der, hier links war es, genau, ja, doch, die Kiesmine, müsste eigentlich gleich am Anfang, ja, wollte gerade sagen, hier am Anfang war doch direkt welcher, klaue ich mal so ein bisschen was raus, alles will ich jetzt nicht, eigentlich nur so ein bisschen, dass wir da oben den Weg zumindest fertig kriegen, das wurmt mich schon so ein bisschen, ja, die ganze Zeit, was ist eigentlich hier, das sieht irgendwie so komisch aus, oder, ja, komm, jetzt machen wir mal zu, das kann es ja keinem zeigen. Fällt mal irgendwie rein, bricht sich die Haxen, ja. So mitten so beim Beeren sammeln, ja, so, oder der Großmutter das Brot bringen und das Körbchen, während man ein rotes Tüchlein trägt oder eine rote Kapuze. Wer weiß, ja. Dann stolpert man da und dann kriegt einen der böse, böse Wolf. Irgendwie sowas. Hat man ja alle schon gesehen und gelesen, ne? Passiert alle Tage lang, immer wieder. Ja, wir können auch gleich mal den Weg hier benutzen, ne? Ah, schön sieht das aus. Bin nach wie vor sehr zufrieden, noch mit unserer Wegführung. Bloß halt mit dem Laternenmangel ist noch so eine Sache. Weil ich denke mal, nachts, wenn man das sich von weiter oben anguckt, das wird so fetzig aussehen. Ach ja, dieses Haus da hinten. Ja, da muss ich auch noch gucken, ne? Mal gut schauen. Wow, doch, das geht doch. Aber da oben, das Baumhaus, ah, man sieht es nicht direkt. Also, oh, das ist schön, das gefällt mir natürlich. Jetzt will ich nochmal gucken. Ich werde mal gleich hier kurz ein bisschen so hochgehen und mal diese Lücke schließen, die sich dann so aufgetan hat. Kann ich hier? Oh, hier kann ich drauf hüpfen. Sehr schön. Ja, genau. Oh, das war jetzt falsch, aber ach, egal. Also ein bisschen zumachen, das Ganze. Dass man das nicht mehr ganz so dolle sieht, ne? Bisschen dezent. Also die kleine Kräuterhexe möchte halt auch so ein bisschen Privatsphäre haben. Kann man ja auch verstehen. Muss ja nicht immer alles in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Das mag ja keiner von uns. So. Ich denke, wenn ich mir das gleich angucke, sollte das in Ordnung sein. Ja, ne? Das geht doch auf jeden Fall. Da hinten vielleicht noch so ein bisschen, aber das kann man im Moment erstmal so lassen. Und ich muss wieder... ich nehme heute Apfel. Heute nehme ich mal einen Apfel. Wenn man hoch... Oh, ah, okay. Beim Leitern klettern beeinträchtigt einen das nicht. Das hatte ich jetzt auch spontan gar nicht mehr gewusst. Dass einen das gar nicht stört, wenn man denn da nebenbei was isst. Also beim Gehen und sowas daher auf jeden Fall immer. Und das so... Oh, ist schon okay. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob man vielleicht oben in die Decke noch so ein bisschen Glas reinsetzt, ja? Also ihr wisst, wie ich es meine. So ein bisschen so ein Glas, das von oben halt noch so Licht reinkommt, aber... Ich glaube, das wäre schon fast zu viel des Guten für so ein simples Baumhaus von der Kräuterhexe. Das würde nicht reinpassen. Das ist dann schon eher so eine Luxusvariante von einem Baumhaus, die sich so eine einfache Kräuterhexe wahrscheinlich gar nicht leisten kann. Wahrscheinlich auch gar nicht brauchen. Es ist einfach so
denkt sie, nee, es ist einfach nur zu viel. Brauche ich alles gar nicht. Hat sie auch gar nicht so unrecht. Also, für so eine Kräuterhexe, nee. Das braucht man da wirklich nicht. Jetzt kurz gucken. Hier muss ich noch rein, ne? Hier muss ich auch noch. Genau. Ja, schön, jetzt kriegen wir wenigstens so viel Krams für unser Baum. Also, naja, also rein theoretisch müsste ich ja jetzt alle möglichen Bäume niederprügeln. Zwischendurch mal wieder. Und dann immer gleich das Ganze, hier diese Eichenblätter dann halt, oder was auch immer für Blätter da halt gerade dran sind, müsste ich dann wegräubern. Und ich war gerade überlegen, wie wir denn die Giebelseite von dem Baumhaus machen. Und da habe ich überlegt, das könnte eigentlich so ganz hübsch aussehen. Ne? Also wir haben das jetzt ja schon gerade so ein bisschen vorgegeben, durch den Baum halt an sich. Und wenn wir so die Giebelwand machen, dann sieht das doch auch natürlicher aus, oder? Ja, doch irgendwie schon. Gefällt mir auf jeden Fall. Das wird jetzt nicht großartig in Räume unterteilt. Ich habe jetzt so überlegt, machst du vielleicht noch irgendwie eine Unterteilung von Räumen oder irgendwie so. Ich bin gerade mal kurz, vielleicht können wir noch weiter nach hier gehen. Könnte man machen, muss man aber nicht unbedingt. Ich glaube, so reicht das schon fast, ne, für die Kräuterhexe. Oder gehen wir noch ein bisschen nach da? Das ist ja nur die Sache, dann wird sich wieder der Baum auflösen und das wäre hier dann halt richtig ärgerlich nach hier vorne hin. Nach da hinten geht das so, das ist jetzt nicht so wild. Nee, das lassen wir so. Das reicht auch völlig aus. Also, was braucht die olle Hexe hier so ein riesiges Baumhaus, ne? Also da, nee. Das muss nicht sein. So, gut, gucken. So. Ja, jetzt müssen wir nochmal schauen, wo wir das nächste Fenster nehmen. Wo wir das hinsetzen. Hier haben wir jetzt ungünstigerweise eins, was mir... Doch, das ist mal was anderes, doch. Ich glaube, das kann man so lassen. Und dann vielleicht hier noch eins rein... dass man hier eins hinsetzt. Weil hier, das finde ich ganz hübsch. Und dann machen wir vielleicht nur zwei frei. Genau, machen wir zwei frei. Dann mache ich nochmal ein paar Treppen. Also so ein paar Holztreppen, ne, die wir dann dafür benötigen. Na, will er jetzt nicht runtergehen? Na, so. Wie viel? Ah, wir machen ein paar mehr. Genau, so, 10 Stück. Ein paar Fenster müssen ja dann doch rein. Vielleicht mache ich das auch einmal ringsrum, habe ich schon gerade überlegt mit den Stufen, weil so schlecht sieht es gar nicht aus, ne? Wenn wir das einmal ringsrum haben, das hat auf jeden Fall was. Jetzt den wir wegnehmen. Wenn wir das einmal komplett ringsrum haben, ja, sieht glaube ich schöner aus, oder? Ja, doch, wir gucken mal kurz, klar, und wenn ich das hier drum, ah, doch. Das könnte man auch irgendwie für ein Haus noch mit benutzen, also diese Methode, ne? Kann man sich vielleicht mal merken. Jetzt ist nur die Sache, wie wir das hier in der Ecke machen. Vielleicht mit Holz irgendwas anderem. Wir haben noch so einen Holzstufe, also es ist eine Holztreppen, das andere wäre eine Holzstufe. Können wir damit mal versuchen, wie das ausschaut. Genau. Wie viel haben wir davon eigentlich immer gleich? Ich glaube 3, ne? Ja, genau, 3 Stück gibt's immer. Dann probieren wir mal aus, wenn wir damit dann so um die Ecken drum rum, könnte das eventuell gut genug aussehen, dass ich mich damit glücklich schätze. So. Das ist dann so eine Art... Ja, nee, das machen wir anders. Das machen wir dann anders. Also, schon nicht schlecht. Ach ja, stimmt. Weil Stufen muss ich ja mit Spitzhacke anstatt mit Holz. Weil, ne, ist zwar Holz, aber man kann es dann nur mit der Spitzhacke, weil es eine Stufe ist. Keine Holztreppe. Dann machen wir das nämlich an den Ecken so. Zumindest hier hinten. Und ich glaube, hier hinten werde ich vielleicht... dann noch so eine kleine Art Mini-Balkon dranhängen, obwohl sie schon relativ großzügig wohnt. Also sie ist ja schon ganz oben. So einen richtigen Balkon braucht sie eigentlich nicht. Naja, gut, okay, wer weiß. Vielleicht ist sie auch ein bisschen luxusverwöhnt, ja, die gute Kräuterhexe. Man weiß es ja immer nicht. Ja, sehr eigentümlich, die Hexen. Und so langsam geht es mir auf den Zeiger, dass es die ganze Zeit Nacht wird. Also schon wieder mal. Also eigentlich geht es einem ja immer auf den Zeiger, aber wir kennen es. Immer dann, wenn man gerade... Also ich muss sagen, mir macht das nicht gerade viel Spaß hier mit dem Baumhaus. Naja... Es ist ja ärgerlich, wenn dann sowas passiert, dass es die ganze Zeit Nacht wird. Weil da hat man wenig Spaß bei, ne? Minecraft? Das ist nicht schön. Das behindert mich in meinem kreativen Lauf, ja? In meinem Fluss. Ja, das geht so gar nicht. Da beschwere ich mich drüber. Bei deinem Schöpfer. Aber sowas von. Habe ich noch Fackeln? Weil hier wird es gerade zu duster drin, ne? Nicht, dass mir hier was spawnt. Habe ich gerade mal so überlegt. Das wäre echt kacke. Und jetzt müssen wir wieder schlafen. Ich hätte vielleicht ein Bett schon mal mit hochnehmen können. Können wir eigentlich gleich mal schauen, dass wir das machen. Dann kann ich während der Phase, also der Bauphase, der heißen Bauphase hier im Baumhaus, kann ich dann da oben nächtigen.
Also genug Wolle müssten wir eigentlich irgendwo haben. Es sei denn, ich habe das alles brav, fein, säuberlich weggebracht. Ja, dann haben wir ein Problem. Aber wir können auch mal kurz irgendwo Schafe räubern gehen. Die sind ja eigentlich welche um die Ecke. Das sollte auch nicht so das Ding sein, ne? Hinten beim Hafen, da haben sich ja immer so ein paar garstige Schafe zusammengefunden, um dann halt die nächsten Übernahmepläne da auszuhacken. Oder haben wir hier was drin? Ne, hier ist nichts drin. Das heißt, wir werden dann kurz mal hinten die Schafe wieder von ihrer Machtergreifung abhalten. Ja, das geht nämlich auch gar nicht. Das muss verhindert werden, definitiv. Denn das ist, stellt euch das mal vor, ja, Schafe an der Weltherrschaft. Wenn die an der Macht wären, da, das wäre grausam. Was uns dann alles so offen stehen würde, ja, wir würden keine, also wir dürften keine Baumwollmäntel mehr tragen, oder Klamotten generell aus Baumwolle oder Schafswolle. Ja gut, Baumwolle wäre nicht so schlimm, aber Schafswolle wäre schlimm. Aber wer steckt eigentlich noch aus Naturwolle oder sowas? Gibt's eigentlich gar nicht mehr viel, ne? Höchstens irgendwelche Schals oder sowas dann. Ja gut, das trifft dann eher die Frauen, ne? Die mit ihren ganzen Schals und so. Oder Schalen? Ist das Schals oder Schalen? Nee, Schalen ist was anderes. Also Schals. Doch, Schals. Genau. Hier waren noch immer so viele Schafe. Wo sind die hin? Also wenn die Schafe hier sich nicht mal rumtreiben, dann gibt einem das echt zu denken, ne? Denn wir alle wissen, was das bedeutet. Irgendwo lauern sie jetzt in so einer kleinen Nische. Da sind sie, da hüpfen sie fleißig rum. Oh nee, und so ein doofer Wolf macht es gerade. Da, ja, weht der Wind. Ja, diese doofen Wölfe greifen die ganze Zeit an und plätten die. Und die vermehren sich dann wahrscheinlich wie die Karnickel. Hier, komm her. Gibt's hier mal gar nicht hier. Mein schönes Schaf platt machen, ja, was mir hier Wolle schenken wollte. Ah, garstig ist das. Das ist echt mies. Vor allem, ich brauche 3 Stück. Das garantiert alle hier im Umfeld platt gemacht, ja, weil er so gierig ist, dieser Wolf. Ja, so sind sie. Passt mal einmal nicht auf, ne? Dann treiben die nur Schindluder mit allem, was man hier hinterlassen hat. Das heißt, hier müssen doch auch noch mehr gewesen sein. Die waren auch immer so viele. Der kann doch nicht alle weggeräubert haben. Kürbisse. Schafe? Hallo, Schafe. Schafes. Nee, irgendwie. Ich sehe keins. Ich höre auch keins. Da hinten. Ah ja, gut, da ist schon wieder der nächste Wolf. Das heißt, wir werden jetzt erstmal alle Wölfe erschlagen. Denn die gehen mir ein bisschen zu sehr auf den Zeiger. Denn immerhin, die blockieren die meisten Plätze. Das heißt, solange Wölfe da sind, gibt es halt nichts anderes Vernünftiges. Hier sind wir schon mal unten runtergegangen. Wann denn das? Ich kann mich gar nicht erinnern. Hier, komm her. Ja, genau. Hast du verdient, wer hier die ganzen Schafe platt macht. Also bitte. Schafmörder. Ich schere sie wenigstens nur. Das ist ein bisschen angenehmer. So ein Schwein ist doch da. Also der muss... Es muss jetzt deutlich mehr Wölfe geben, wenn es hier so wenig allgemein Getier jetzt auf einmal nur noch gibt. Mich wundert bloß, dass wir hier in dieser einen Höhle schon drin waren. Was denn hier? Waren wir hier auch schon drin? Also ich glaube, das haben wir nur mal angeleuchtet, aber sind da nie wirklich runtergegangen. Ja gut, da steht ja sowieso irgendwann wieder eine neue Höhlenexpedition an. Von daher kann man ja mal gucken, wo man dann hingeht. Obwohl diese Höhle, die wir da entdeckt haben, da war ja noch eine riesige Schlucht, ne? Da, wo der Tempel ist, die noch lange nicht erkundet war. Das heißt, da muss auch erstmal noch geschaut werden, was es denn da noch so alles gibt, was wir denn noch so finden können an weiteren Rohstoffen. Immerhin haben wir ja dann irgendwann doch abgebrochen und da war noch so viel in den Wänden drin, das hätten wir auch alleine gar nicht alles rausräubern können. Müssen wir dann vielleicht mal irgendwann, wenn die Fee wieder Zeit hat, mit der mal zusammen dann wieder da hingehen. Ui. Ah, verdammt. Warum ist hier Wasser und, es wird schon woran liegen. Irgendwo ran, auf jeden Fall. Hier könnte ich auch mal Kies rausräubern, ne, zur Not. Wenn mir der Kies ausgeht, gehe ich einfach hier in die Dörfer, genauso wie mit dem Holz. Ist eine interessante Alternative, die man sich da überlegen könnte. Indem man einfach die ganzen, müsste ich sowieso mal machen, diese, naja, wo ist es schwer schade drum, die ganzen Dörfer komplett platt zu machen, ne. So ein bisschen dekomäßig ist ja schon nicht schlecht, aber auch nur so ein bisschen. Also wirklich sinnvoll ist es nicht jetzt im Moment. Na, wie gesagt, später auch nicht. Es sei natürlich bei diesen Adventure-Mods zum Beispiel beim PC, wo die Dorfbewohner dann wirklich doch eine tragendere Rolle haben. Das ist dann aber auch schon was anderes. Kann man dann halt natürlich vergleichen irgendwie mit dem normalen Minecraft mehr. So, hier oben war noch aber auch Schafe. Ich weiß noch, als wir mit der Fee hier lang gelatscht sind, da waren hier Schafe gewesen. Also hier hinten sowieso eigentlich immer. Es muss doch hier noch Schafe geben in diesem gottverdammten oder gottverlassenen Minecraft. Ja, so in dieser ruchlosen Gesellschaft. Also sonst wetter ich immer über die Schafe, aber wenn man mal eins braucht, ne, dann findet man keins. Das gibt's doch nicht. Seid ihr alle hier runter in die Höhle gegangen und
plant da sonst was für Verschwörung? Ich habe ein Schwein gehört, glaube ich. Oh, hier geht's auch noch. Da geht's auch noch ganz, ganz tief runter. Ei, Karamba. Hä? Komisch. Gibt's ja keine Schafe mehr? Also ich weiß, wo noch welche sind. Bei uns im Tal der Träume, aber die tragen keine Wolle. Von daher sind die mir eigentlich egal im Moment. Die können mich mal kreuzweise im Buckel da runterrutschen. Irgendwie so. Hier war auch... da ist auch noch jede Menge zu entdecken. Dieser Hügel sieht ja schön aus hier, ne? Muss man echt sagen. Da ist nur ein nackiges Schaf. Das ist sowieso... Pfui, ja, das macht man nicht. Hier war ich auch noch nicht. Hatte ich hier noch angeleuchtet wieder? Ja, schon ein bisschen mehr angeleuchtet, so wie es aussieht. Aber mittlerweile habe ich auch so teilweise nach diesen ganzen... Also mittlerweile sind wir bei 100 Folge... über 150, habe ich so leicht den Überblick verloren, muss ich ganz ehrlich sagen, in welcher Höhle man schon war oder nicht. Da denke ich dann manchmal so, ja, warst du da jetzt schon drin? Also ich weiß zumindest, hier auf dieser Seite waren wir schon überall, in ziemlich vielen Stellen, da hinten noch relativ wenig. Oder wenn überhaupt, also nur ganz oben da, diese eine Schlucht, die wir uns zu eigen gemacht haben, wo wir diese riesige Mine gefunden haben, die immer noch nicht komplett erkundet wurde von uns. Muss man ja auch noch überlegen. Also von daher, es bietet sie noch jede Menge Neuigkeiten oder neue Sachen, die wir noch nicht gefunden haben und die immer noch es sich zu entdecken lohnt. Also hoffe ich doch irgendwie, ne? Also ich möchte noch so ein paar mehr Diamanten haben. So ein paar zumindest. Aber ein paar Schafe wären auch cool. Ein paar mehr. Schafe? Gar keine Schafe mehr? Also wir sind einmal komplett hier durch die Welt getingelt, so nebenbei bemerkt, ne? Also während ich so ein ganz klein wenig wieder überzogen habe. Was ist eigentlich hier drunter? Einer so ein Tempel. Tümpel, nicht Tempel. Also bitte. Hier ist echt nichts, ne? Gar nie nichts. Also ich weiß nicht, hier hat nur irgendwo unsere erste Mine gefunden. Ja, ich glaube, das hier war der Eingang. Irgendwo einer von denen hier. Also auch schon wieder ewig her. Und die hat ja auch nicht viel geboten, weil die direkt am Levelrand war. Die war ja dann eher nur so pro forma da gewesen. Es ist echt, also hier überall, wo Schafe gewesen sind, ist jetzt alles weg. Also ich weiß nur, da hinten in dem Wald waren noch manchmal welche. Ah, die waren letztes Mal, als wir mit der Fee hier zu der Sandmine gelatscht sind, auch schon nicht mehr da. Sehr seltsam. Das heißt, wir werden wohl dann in der nächsten Folge mal diesen großen Umweg gehen, den ich jetzt hier leider eingeschlagen habe. Und werden dann... Ja, was werden wir dann? Ja, wir werden wohl in Richtung Tal der Träume gehen. Und das hier sieht natürlich jetzt sehr urisch aus, ne? Hatte irgendwie hat's auch was, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es hilft mir trotzdem nicht weiter mit den Schafen. Also, was ich noch meinte, wir werden dann Richtung Tal der Träume, die Schafe dann da irgendwie mal kurz vermehren und dann, wir können die ja schon scheren, während sie noch Babyschafe sind. Oder das reicht mir auch. Ich hätte, glaube ich, links noch eins gehört. Das war eine Kuh, eine Müllkuh. Ein einziges Schaf hat's geschafft durch die ganzen doofen Wölfe. Ja, da zu überleben. Echt traurig eigentlich, ne? Die rotten die ganzen Schafe aus. Dabei ist das doch unsere Aufgabe. Also na gut, okay, wir halten die Schafe kurz, indem wir sie ständig scheren. Also kalt machen tun wir es ja nicht. Das haben wir... Naja, ganz am Anfang mal, aber jetzt nicht mehr. Sie können ja nichts dafür, dass sie die Weltherrschaft anstreben. Sie sind ja so ein bisschen größenwahnsinnig, ne? Das muss man beachten bei der Therapie. Das ist ganz wichtig. Habe ich denn hier noch eine Minenkarre drin? Boah, sehr schön. Und was für ein Gedönspack hier... Ah, hier kommt. Das Gedöns brauche ich nicht. Dann kann ich nämlich der Minenkarre zurückfahren. Das machen wir jetzt auch, glaube ich, nochmal jetzt gleich. Das schieben wir auch gar nicht erst großartig auf. Machen wir nochmal zum Abschluss eine kleine Minenfahrt. Also hier so eine kleine Fahrt mit der Lore. Man sollte vielleicht auch einsteigen und den richtigen Hebel drücken, ne? Nicht daneben drücken. Ah, genau so. Und auf geht's. Juhu! Hoffentlich stellt sich jetzt nichts wieder in den Weg. Hier vorne war ja immer so fieses Getier. Ach, schön. Also es ist nichts für Leute mit schwachem Magen, nach wie vor nicht. Also wenn man hier so zur Seite guckt, geht es noch so ein bisschen, auch wenn es einem ein bisschen ab und zu um den Magen wegdreht, aber es geht noch. Ja, da oben sieht man auch die Gaststätte, sieht man jetzt von hier, also man sieht immer mehr durch die Tunnel, ne? Müsste vielleicht noch ein bisschen größer machen, die Tunnel, dass man da generell mehr entdecken könnte, irgendwie so. Na gut, wir sind auf jeden Fall wieder in Tal der Träume angekommen, hier im schönen Bahnhof. Werden dann nächstes Mal weitermachen. Ich werde mal gucken, genug Wolle haben wir jetzt für ein Bettchen. Und dann können wir eigentlich direkt gleich durchstarten und weitermachen mit dem schnieken Baum aus der Kräuterechse. Bis dahin dann, euer Mr. Zogger.